Yeah, Leute, nach ein paar Aufnahmestunden Pause begrüße ich euch zurück zu Cold Fear. Ja, wir sind jetzt wieder hier. Und irgendwie höre ich momentan gerade keinen Aufnahmesound. Und das ist ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht woher. Aber egal, wir haben jetzt auf jeden Fall hier aufgeräumt, mehr oder weniger. Da drinnen war ein riesiges Blutbad zu sehen. Der Typ ist auch schon verschwunden. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal weiter, ne? Schauen wir uns ein bisschen um. Ja, momentan wundere ich mich ein bisschen, warum es keinen Ingame-Sound gibt, weil normalerweise müsste hier. Also, ich höre wirklich nichts, Leute. Ach so, ich habe die Hörer falsch eingesteckt. Moment. Okay, ich höre trotzdem nichts. Komisch. Aber naja, den Fehler muss ich halt noch beheben. Ach du Scheiße, wo sind wir denn hier gelandet? Hier wurden auch allerhand Leute abgeschlachtet. Ach du Scheiße. Seht euch das an, Leute. Ja, zuerst einmal holen wir uns den ganzen Scheiß, den er hat. Nichts für mich. Okay, wir kriegen von dem Wichser nichts. Der ist zu geizig, um mir was zu geben. Dem mal den Kopf weggesäbelt, ganz kurz und schmerzlos. Ja, wenigstens. Achso, er hat auch keine Muni mehr. Ja, wie geizig sind denn die Leute hier? Zum Teufel nochmal. Oh Gottes Willen, was ist denn mit dem passiert? Der wurde komplett auseinandergenommen, wenn ihr mich fragt. Und da hat schon keinen Kopf mehr. Ach, auch nichts Gescheites. Okay, die beiden haben noch Köpfe. Das ist mir allerdings ein bisschen zu riskant. Da ist eine Kante im Weg. Deswegen machen wir es mal so. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, was ist hier passiert? Wow. Und der wurde auch in zwei Hälften geschlagen. Wie krank sieht denn das aus, ey? Pistolenmunition, ja, wenigstens ein bisschen was, ne? Und da ist noch Unterkörper. Ja gut, was soll denn am Unterkörper groß zu finden sein, ne? Übrigens regt es mich noch immer auf, wegen den beiden Videos, oder wegen den drei Videos besser gesagt, die ich in den Sand gesetzt habe. Aber ich sage jetzt einfach mal, ja, was soll's. Mehr kann man dazu eh nicht sagen. Kopf weg. Hat er was für uns? Schrotpatronen. Ja, warum auch nicht? Ah, ich glaube, ich weiß, woran der Fehler liegt. Ja, ich weiß, woran der Fehler liegt. Ich habe nämlich absichtlich den Sound vorher runtergestellt, weil ich eben ein paar Stunden Pause gemacht habe. Deswegen wird wahrscheinlich jetzt kein Sound zu hören sein. Ja, Moment, Leute, ich werde das ganz kurz beheben. Bis gleich. So, Leute, jetzt müsste wieder Sound da sein. Ja. Ja, jetzt höre ich wieder was. Super. Ja, jetzt hatte ich schon ein bisschen Schiss, ob ich etwa was falsch gemacht hätte. Aber nein, es lag nicht an mir. Ja gut, eigentlich schon, aber wurscht. Ihr wisst, was ich meine. Unterwasseraufzug. Was habe ich denn hier zu suchen? Soll ich direkt mal draufdrücken, oder? Toll. Verschlossen. Okay, das ist verschlossen, das ist schlecht. Also fahren wir mal runter. Ja, es wackelt ganz schön. Soll ich jetzt vorne raus oder hinten raus? Na gut, ich gehe mal hier. Toll. Verschlossen. Achso, das ist auch wieder verschlossen. Gut, dann gehen wir mal da durch. Ah. Das sieht ja schön aus, Leute. Seht ihr das an? Eine richtig schöne Atmosphäre hat man hier. Fische überall. Was? Ach du Scheiße, das Wasser bricht schon fast ein hier. Das soll natürlich nicht passieren. Hier auch schon überall kommen Sprünge hin. What the fuck? Unsichtbare Gegner? Sowas kann ich jetzt allerdings nicht brauchen. Nee, sowas kann ich jetzt ganz und gar nicht gebrauchen. Nein! Fick dich! Warum schießt ihr eigentlich nicht? Ja, ich sehe die Viecher gerade nicht. Das ist gerade ein bisschen schlecht. Wo ist denn der? Ach, ich sehe ihn so, ich sehe ihn schon, ja. Habe ich ihn jetzt?
Okay, jetzt habe ich ihn den Kopf zumindest weggeschossen. Okay, die droppen auch nichts. Naja, Geizkragen eben. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ich würde mich über einen Speicherplatz sehr freuen. Och du Scheiße, jetzt sind wir beim Laborhauptaufzug. Und was ist das hier für einer? Oh Mann, sieht das Vieh an. Ist es so eine Art Tyrant-Verschnitt wie aus Resident Evil? Oder was? Schauen wir mal zuerst bei links rein. Ohne Code komme ich da nicht rein. Ach so, okay. Den Code haben wir noch nicht, ne? Wir sind erst gekommen. Ja, und dann müssen wir hier reinschauen. Anders geht's eh nicht, ne? Tür Nummer 6 steht zumindest drauf. Euch habe ich ja direkt vermisst. Euch habe ich ja direkt fast vermisst. Aber nur fast. Ja, wohl nichts. Irgendwie würde ich mich über eine Heilung ein bisschen freuen. Was ist das jetzt? Der Forschungsraum. Gut, dann gehen wir weiter. Auch ich bin vielleicht momentan ein bisschen demotiviert. Das bin ich allerdings nicht. Im Gegenteil, ich bin sehr gut drauf. Ich bin nur noch immer ein bisschen... Ich bin auch immer ein bisschen wütend auf mich selber, weil diese scheiß Aufnahmen verloren gegangen sind. Eine Seite über Experimente. Okay, das lesen wir auch mal. Gut. Wir haben festgestellt, dass die elektrischen Ladungen keine Wirkung auf die neuronalen Verknüpfungen des Exocells haben. Dennoch, sobald das Exocell die Kontrolle über den Wirt übernommen hat, sind sowohl das Exocell als auch der Wirt äußerst verwundbar. Längere Einwirkungen elektrischer Ladung kann zu ihrem Tod führen. Als Vorsichtsmaßnahme haben wir die Fußböden der Forschungskammer elektrisch gesichert. Auf diese Sicherheitsvorkehrung soll nur im Notfall zurückgegriffen werden. Ja, wir wissen ja alle, Elektrizität und Wasser vertragen sich nicht und dadurch verlieren die Viecher ihren Kopf, ne? Zugriff verweigert. Zugriff verweigert. Mist. Okay. Das ist natürlich nicht gut. Wahrscheinlich müssen wir dann noch runter, schätze ich mal. So. Schauen wir mal hier um. Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass auch hier diese unsichtbaren Viecher zum Vorschein kommen werden, aber das ist mir jetzt relativ wurscht. Das fühlt sich gut an, jawohl, ein bisschen Heilung schadet da nie. Deswegen steige ich mal hier auf die Schrot um. Ich kann nämlich für nichts garantieren. Obwohl das eigentlich nur ein Exocell ist, ne? Den mache ich jetzt mal so kalt. Moment, den zertreten wir mal den Kopf. Ja. Und es kommen keine Parasiten mehr raus, oder täuscht mich das? Ne, kommen wirklich keine mehr momentan. Und da ist eine Leichenkammer. Ich habe ihm in den Kopf geschossen und er merkt das gar nicht. Und da liegt auch einer. Und jetzt habe ich ihm den Kopf weggeballert. Jawohl. Ich hoffe, ihr seht das Spiel nicht nur als, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, Ballerabenteuer, weil es soll ja doch ein bisschen Sinn auch haben. Aber momentan kommt es für mich selber so rüber, als würde man nur ballern können. Das liegt aber daran, weil es ein bisschen einseitig ist, das ganze Spiel. Das ist das Problem. Aber es gefällt mir trotzdem wahnsinnig gut. Und ich empfehle es euch auf jeden Fall. Wir klauen von einem Unterkörper Schrobmoni. Ja, warum nicht? Wir haben uns Heilung geholt. Oh Mann, was ist hier passiert? Hat sich hier jemand beim Umziehen wehgetan oder so? Gut, dann schauen wir uns mal die Steuerkonsole an hier, würde ich sagen. Ah, das ist wieder Money. Schrotpatronen. Ja, was haben die hier gemacht? Was haben die hier gemacht zum Teufel? Haben die hier gekocht oder so? Sieht nicht aus wie eine Küche, aber... Naja, ihr wisst, was ich meine. Gut, dann gehen wir mal durch die Tür hier. Wir sind jetzt in Dr. Kamskis Labor, wie es aussieht. Okay. Hier sind überall Typen eingesperrt, wie es aussieht. Und der ist am Tisch festgebunden. Ein bisschen Akamoni, jawohl, warum auch nicht. Eine Seite aus Dr. Kamskis Tagebuch. Das werden wir gleich lesen, aber zuerst will ich mal darunter und mir die Typen ansehen. Verabreichen Sie anderes Gegenmittel. Cool, jetzt haben wir anderes Gegenmittel. Und noch eine Notiz von Bakarev über das Gegenmittel. Ich will mal mit dem Teil hier spielen.
Ah, der Laser ist eingeschaltet. Oh Mann, wie sadistisch ist denn das, Leute? Seht euch das an. Wie geht's? Aua, 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 aua. Ja, der Typ wird in der Mitte gespalten. Und diese scheiß Parasitenvieh versucht uns zu besiegen. Aber das wird es nicht schaffen. Das scheiß Ding klemmt. Ja, jetzt ist es kaputt, oder? Ja gut, wir brauchen uns eh nicht von dem abgesehen. Ja, jetzt lesen wir mal die beiden Dokumente. Zuerst die Seite aus Dr. Kramtzkis Tagebuch. Nach einer eingehenden Untersuchung der Kreaturen ist es meine feste Überzeugung, dass sie ein unglaubliches Potenzial bergen. Die Art, in der sie ihren Wirt verändern, ist unwahrscheinlich. Wenn wir herausfinden, wie sie ihre Opfer unter Kontrolle bringen und umwandeln, und wenn es uns gelingt, diesen Prozess zu reproduzieren, wäre das ein entscheidender Durchbruch. Yusupov möchte, dass ich Monster erschaffe, die zum Töten eingesetzt werden. Es übersteigt seine Vorstellung, die Möglichkeiten der Exocells in den Dienste der Menschheit zu stellen. Unglücklicherweise ist Anna in seiner Hand, also bleibt mir nichts anderes übrig, als zu gehorchen. Ich habe die Exocells mit den Versuchsobjekten in Kontakt gebracht. In Klammer, Yusupov hat mich gezwungen, menschliche Probanden einzusetzen und versucht, die Mutationen zu steuern. Für Yusupov habe ich ein paar Monster erschaffen, um ihn zufriedenzustellen. Aber ich weiß mehr, als er glaubt, und schon bald werde ich es sein, der ihm Angst einflößt. Das heißt also quasi, Yusupov muss jetzt zwangsweise, also Yusupov hat Dr. Kramtzkis dazu gezwungen, und da dieser die Tochter, also unsere Anna, hat, musste er es machen. Und er musste Menschen benutzen, um diese Exocells zu testen. Richtiges Arschloch, ne? Okay, jetzt kommt das Bakarev-Notiz über Gegenmittel. Mir ist inzwischen klar geworden, dass es nur möglich ist, das Exocell daran zu hindern, die vollständige Kontrolle über den Wirt zu erlangen, indem man den Tentakel der Kreatur davon abhält, in das Gehirn des Opfers einzudringen. Wenn man den Körper dazu bringen könnte, ein für das Exocell toxisches Enzym zu produzieren, könnte man die Infektion stoppen und das Exocell besiegen. Oder einfach den Kopf wegschießen, so wie ich es mache. Es sind einige Fortschritte bei dem Versuch zu verzeichnen, das Hirn zu einer übermäßigen Ausschüttung von autolytischen Enzymen zu stimulieren. Es hat sich erwiesen, dass diese absolut schädlich für die Exocells sind und im Extremfall zu ihrer völligen Auflösung führen. Ich hoffe, dass diese Enzyme, wenn sie im Körper des Wirts schnell genug erzeugt werden, die Parasiten verflüssigen, so dass er auf natürliche Wege ausgeschieden werden kann, also quasi ausscheißen, ne? Kramtzkis hat eine geringfügige Änderung meines Forschungsansatzes durchgesetzt. Er möchte die Stimulation in geringem Maße steigern, um so die Enzymproduktion und die daraus resultierenden Mutationen des Wirts besser nachvollziehen zu können. Ich verstehe nicht die Ziele, die er damit verfolgt. Aber er besteht darauf, die entsprechenden Untersuchungsdaten zu erhalten. Die Laborarbeiten von Dr. Kramtzkis im unteren Stockwerk des Wissenschaftsmoduls sind so gut wie abgeschlossen. Bei unserer Forschung wird es bald Quantensprünge geben. Also Dr. Kramtzkis scheint ein richtiges Genie zu sein, was das angeht. So, den Typen haben wir jetzt mal legal ausgemacht, und ich wette, dass jetzt diese Viecher herauskommen. Ja, wie ich es gedacht hätte. Ja, ich trete die jetzt einfach mal zu Tode. Weil, ja, es ist ja nicht nötig zu schießen, wenn man treten kann, ne? Und er wollte gerade noch aufstehen. Er stand sogar noch auf. Das sah jetzt irgendwie lustig aus, ne? So, jetzt haben wir das Gegenmittel für Anna, das heißt, wir gehen jetzt zu Anna. Ich kann das speichern. Ja, speichern wir mal. Cut muss ich ja noch keiner machen. Ja. Noch nicht unbedingt. Habe ich den nicht schon erledigt gehabt? Hä? Habe ich den vorher übersehen? Nichts. Gut, jetzt sind wir wieder hier. Das wusste ich gar nicht mehr, dass wir hier waren vorher. Und wir bekommen auch nichts mehr. Super. Was? Nein! Dieses Drecksvieh schon wieder. Nein! Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wo bist du? Nein, schon wieder hinter mir. Okay, das wollte ich natürlich nicht. Ich hätte jetzt schießen sollen, ich weiß. Und wahrscheinlich treffe ich jetzt gar nicht. Ah, jetzt habe ich getroffen. Das sind ja sogar zwei von diesen Drecksviechern. Ja, und Schaden machen die auch eigentlich auch keinen schlechten. Sogar sehr viel, ne? Oder sagen wir es mal so, verhältnismäßig viel.
So, das hätten wir mal, das ist aber das Gegenmittel, das heißt, ab geht's zurück, ne? Einen anderen Weg haben wir eh nicht. Aber ich würde sagen, Leute, da ist noch einer. Aber ich würde sagen, Leute, nachdem wir den jetzt erschossen haben, würde ich mich wie immer über einen Daumen hoch und einen Kommentar freuen oder zumindest über eines der beiden. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder bei Cold Fear. Bis dahin, macht's gut, Leute.